Ja, hallo und herzlich willkommen zu Timișoara 2023, Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2023. Und Timișoara ist eine Großstadt mit mehr als 300.000 Einwohnern. Da kann es schon mal etwas hektisch zugehen, aber gleichzeitig gibt es diese Ecken ein wenig versteckt und die kennt auch nicht jeder, die zur Entspannung einladen, in denen man Ruhe finden kann und in denen man auch nachdenken kann, einfach die Seele baumeln lassen und dies insbesondere am Oberlauf der Bega im Bezirk Fabrik, wie hier die Aufnahmen aus dem letzten Spätherbst, zum Beispiel oben am alten Wasserkraftwerk dort, wo zu Beginn des 20. Jahrhunderts dieses Wasserkraftwerk gebaut wurde mit 600 PS Turbinen, um die Stadt mit elektrischem Licht unter anderem zu versorgen. Bis heute im Betrieb, bis heute schön anzusehen. Und wenn man dort ein wenig sitzt und dem Fluss zuschaut oder den Anglern, dann ist es schon ein ganz besonderes Gefühl. Diese kleinen Parks hier mit Blick auf die Kirche Neues Millennium, die man dann auch gleich besuchen kann. Die Kirche Neues Millennium ist eine Kirche der ungarischen Reformation, in mehr als 20 Jahren erbaut und 30 Jahre nach der Revolution in Rumänien eröffnet. Es wird bis heute noch dran gebaut. Zur Eröffnung war der berühmte Pastor, der eigentlich für diese Auslösung der Revolution verantwortlich war. Und es ist einfach fantastisch, sich diese Kirche anzugucken. Genauso wie Freunde alter Industriearchitektur immer wieder alte Fabrikgebäude in dieser Gegend finden. Und es ist einfach ruhig, selbst die Katze sagt, lasst mich mal in Ruhe. Ja, und wer keine Lust hat, dann zurück in die Stadt zu laufen von Fabrik aus, der kann eines dieser wundervollen kleinen Boote nehmen, die auf der Bega im Linienbetrieb fahren. Im Winter sind sie natürlich vor Anker, aber ab März geht's wieder los und dann kann man sie benutzen.